Ich weiß ja nie, wie ich so ein Let's Play-Video anfangen soll. Ich finde es immer total bescheuert irgendwie, wenn man sich eine Videoreihe durchschaut. Möglichst in vielen kurzen Videos und jedes Mal: Ja, hallo, willkommen zurück zu meinem Let's Play. Oh mein Gott, es nervt. Tut mir leid, es nervt. Weil im Idealfall ist man ja gar nicht weg. Also man schaut sich einfach die Videoreihe an einem Stück an und fertig. Meine Meinung. Klar, wenn man das ein-, zweimal macht, okay, aber das ständig in jedem Video sagen, irgendwie empfinde ich das als nervig. Autsch. Ah, super. Aber hier, das Spiel ist fair, es gibt einem hier gleich wieder Energie. Chat dran. Das war immer so ein kleiner Trick. Während man springt, verbraucht er weniger oder keine Energie. Interessanterweise, wenn ich jetzt sterben würde, muss ich das Level wieder von vorne machen. Ich fange nicht hier in dem Zwischenraum wieder an. Nee, ich darf dann das ganze Level nochmal machen. Airman. Für Leute, die Mega Man 2 nicht gespielt haben, war das bestimmt tierisch verwirrend. Das war blöd. War noch blöder. Oh Gott, Dirk! Jedoch. Wenn ich jetzt sterbe, fange ich hier wieder an. Ah, schön. Bei irgendeinem Mega Man ging das. Nee, hier nicht. Dass man Energie bekommt, dann kurz. Moment, das Feature. Dass man Energie bekommt, dann schaltet man kurz um und auf eine andere Waffe und dann bekommt die diese Energie. Wird hier wirklich mit der Energie zugeschissen. Problem ist aber, wenn ich jetzt sterbe, dann diese Energie spawnt nicht mehr. Also dann hätte ich wirklich ein Problem. Was war das denn? Bisschen Energie wird mir echt gut tun. Jetzt nicht solche Waffen, Munition, sondern wirklich Energie. Ja. Ja, ein bisschen. Aber ganzer Batzen Energie würde mir gut tun. Das klingt doch besser.
Das war blöd, das war blöd, das war so blöd. Oh. Ah. Muss nur sagen und schon bekommt man's. Schön werden. Gut, 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 gut. Läuft doch nicht schlecht. Yes. Crashman. Oder Clashman, je nachdem welches Mega Man man spielt. Jawohl. Ich bekomme von denen jetzt auch keine Waffen. Also ich gehe da hin und... Das war's. Level beendet. Keine tolle Zwischensequenz. Nichts. Keine Musik. Ja, man hat das Level halt einfach beendet. Passt irgendwie nicht zu Mega Man. Ich weiß nicht. Aber okay. Zwei fehlen noch.